Hallo Sportfreunde und willkommen zur 24. Folge vom FIFA 20 Karrieremodus mit dem 1. FC Magdeburg. Schaut auf meinem Zweitkanal vorbei, um immer schön auf dem schönen Dragon Ball Z Kakarot zu schauen, wenn ihr wollt. Und, was ich auch noch sagen wollte, bei 100 Abonnenten auf dem Zweitkanal gibt's hier, gibt's das 300 Abonnenten Special und auf meinem Zweitkanal das 100 Abonnenten Special. Gleichzeitig, ja. Und diese Folge kommt noch vor der letzten Folge online. Ja, deswegen, wenn ab der nächsten Folge dann alle Kommentare von der 23. Folge von dem Karrieremodus. Ja. Auch da mit einbegriffen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir starten rein in die Simulation mit unseren neuen Spielern und gewinnen direkt. Und aber Hueva verletzt sich. Okay, gut, er verletzt sich zum Glück nur 2 Tage. Ich muss öfter spielen. Die geringe Anzahl der Einsätze ist nicht gut für meine Karriere. Du gehörst weiter zum Team. Training! Yay! Und der Lütli, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und irgendwie bin ich ganz schön klein. Auswechseln lassen, aber nicht verletzt, ist gut. Und Beck und Sabi treffen. Ist doch nice. Es gibt Training über Training über Training. Und Neumann hat die 67 erreicht. Timothy Tillmann, Transferangebot. Nicht schlecht. Hier habe ich einmal angenommen und dann haben wir hier das da abgelehnt. Okay. Aber wir delegieren einfach weiter. Wir wollen mindestens 2 Mille und fangen bei 3 an. Nochmal 1. Wie gesagt, wir fangen bei 3 an. Ihr seht's, wir springen in die Pressekonferenz gegen Paderborn, weil wir gegen ja, wir sind nach wie vor gut drauf. Ja, wir haben klare Ziele, wir wollen aufsteigen. Die erste Hallo? Hallo? Danke. Was beeinflusst der jüngste Sieg die Moral des Gegners? Moral ist ein Teil der Strategie. Die Jungs haben klasse gespielt. Fertig, so. Mamas nicht hier. Ja. SC Paderborn gegen den 1. FC Magdeburg, also gegen uns. Ja, wir spielen zu Hause. Wir haben sie im eigenen Stadion mit 6:0 nach Hause geschickt. Und jetzt haben wir auch noch ein paar neue Spieler verpflichtet. Und jetzt werden wir einfach mal gucken, was unsere neuen Spieler so drauf haben. Ja, sind aber auch nur 2. Leider. Muss man sagen. Wäre schön gewesen, wenn es mehr gewesen wären, aber so viel Geld haben wir leider ja nicht. Ja, und das wird ein Top-Spiel, wird das hier, so wie es aussieht. So, und hier haben wir die Aufstellung von uns, Davis van Bergen, Hueva, Gummi, Bistrovic im ZDM, Sabi auf links und Paulinho auf rechts. ZDM ist natürlich Baumann, vorne im Sturm haben wir Beck und Matondo. Mal schauen, wie unsere neuen performen können. Hier mal die Aufstellung von Paderborn. Zingerle hinten im Kasten. Tonurani. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Maguire vorne drin. Oder Maguire, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Gueye.
Uiuiuiui. Und jetzt geht's ab. Auf geht's. Viel Spaß mit den Spielchen. Oh! Hi! Hab irgendwie geschlafen gerade kurz hier. Aber mal richtig geschlafen. Ja! Eieiei. Aber er war ganz schön geschlafen. Boah. Paderborn macht das auf einmal ganz schön stark. Komm. Alfonso. Alfonso! This! Meine Güte, in der Drangphase vom FC. Vom SC Paderborn. Kommen wieder richtig schön reingestürmt mit Alfonso Davies. Schnell wie sonst was. Und deswegen läuft das. Ja, kann man schön überlaufen alle und dann einfach rein ins Glück. Ja, Zingerle kann da nichts machen bei dem Schuss von Alfonso Davies. Erstes Saisontor, würde ich mal sagen, oder? Viertes sogar schon, krass. Kann Matondo schicken. Rabi! Oh, Matondo! Hat leider nicht den gleichen Schusswert wie Sabi, aber nicht schlecht. Vielleicht hätte Sabi den besser reingemacht. Oh, Michel, müssen wir aufpassen. Michel, nein, Backwire oder wer auch immer das war. Hei. Die Paderborner können es aber vorne auf einmal. Hei. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber Paderborn ist in der Offensive ein bisschen stärker als wir. Wir haben einen einzigen richtig guten, gefährlichen Schuss gehabt und der war halt drin. Oi. Was machen wir da hinten, Alter? Muss ich die Abwehr jetzt erstmal machen oder was? Dass da irgendwas klarkommt wieder. Oder liegt das einfach an mir? Das glaube ich aber eher. Back. 2-0. Und Martinez wechselt zu Chelsea. Haben wir eigentlich in der letzten Folge gesehen. Ne? Hei. Wir haben wirklich nicht viel. Wir haben Schüsse. Wenn wir schießen, dann ist er meistens drin. Hei. Also richtig gefährliche Schüsse. Dann ist er drin. Weiß auch nicht warum. Aber naja, wir sind eiskalt vorm Tor. Jetzt komm, Matondo. Jetzt komm, Alter. Den musst du machen. Den musst du. Direkt wieder Vertrag auflösen. Kein Abseits. Kein Abseits. Jetzt rüberlegen. Matondo. Was ist jetzt? Hallo? Verarsch mich doch jetzt nicht. Ja geil, jetzt wechsle ich Matondo aus. Jetzt hat er sein erstes Tor gemacht. Ja. Ja, und es kam aber, es kam Kvesic rein und es kam, Schwarz und Roter. Ja. Ach, fuck, er schießt alleine. Ja. Naja, stört mich jetzt nicht mehr, weißt du. Weil es mir sowieso egal ist, weil ihr mir das Tor geklaut habt, also brauche ich das auch nicht als Elfmeter machen, ey. Oh. Nur noch 2-1. Eieiei. Direkt der Fehler von Roter und dann geht er halt nicht richtig die Ziellinie zumachen. Aber naja, was soll ich machen? So, da ist er. Back. Warum macht der den jetzt auch nicht? What the fuck? Jetzt, zack, bumm, so geht das. Sabi, jetzt kommt bitte die
Entscheidung. Und den hätte jetzt bestimmt Maton noch nicht gemacht. Ich weiß, warum ich eigentlich Sabi da vorne drin stehen immer reingestellt habe. Ja. Also, Matondo muss noch ein bisschen Schuss trainieren. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, mache ich jetzt dann auch. Ja. Eieieiei. Aber jetzt läuft es wenigstens ein bisschen. 12. Saisontor. Und da pfeift er doch noch ab. Ich dachte, der lässt den Angriff noch laufen. Nein, lässt er nicht. Wir gewinnen nicht mit 6:0, sondern nur mit 3:1. Ja. 6:0 wäre auch ein bisschen zu hoch, glaube ich, dann gewesen für das, dass Paderborn richtig gut gespielt hat. Wie man sieht, ja. Die haben ganz ordentlich gespielt und die Leistungen von unseren Neuen war ganz okay. Bistrovic war ganz gut, aber Matondo so, naja. Ne? Immer wieder gerne. Ich komme immer wieder gerne für sie, weißt du? Paulinho ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind sie mit seiner heutigen Leistung? Wir müssen abwarten. Er muss so weiterspielen einfach. Ja. Den nächsten Sieg hat Paderborn ihrer Meinung nach gut gespielt. Ja. Sie haben super gespielt. Ja. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass... wir sind noch nicht in Bestform. Wir hätten auch anders ausgehen. Es hätte auch anders ausgehen können. Ja. Muss man sagen, es hätte auch anders ausgehen können. Wir hätten jetzt auch 5:0 verlieren können. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Tschüss. Danke, dass Sie mich wieder niemand hat aufgenommen haben. Ich muss nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze, denn sonst muss ich den Verein wechseln. Ich erwarte mehr von dir. Warum kriegen wir durchgehend Angebote für Chat? Aber nein sagen würde ich da jetzt halt nicht mehr nach der Transferphase. Also wir fangen bei 2 an. Und ja, genau, mit einer 9 vorne, ne? 1,5. Auf geht's in die Pressekonferenz gegen den Lille. Gegen Lille. Ja, L-U-S-C, Lille. Auf ein schweres Spiel eingestellt, Talent ist eben alles. Wir möchten eine gute Leistung abliefern. Wir sind immer top vorbereitet. Wir möchten eine gute Leistung abliefern. Also wir sind das allererste Mal in der Europa League. Und da wollen wir einfach mit dieser Mannschaft hier nicht verlieren gegen Lille eigentlich. Aber naja, wenn wir verlieren, sind wir halt im 16-Finale raus. Das reicht. Ja. Glauben Sie, Sie könnten das nächste Spiel verlieren? Die Jungs werden gut spielen. Ja. Ähnlich starken Gegner? Gegen einen 5-mal stärkeren Gegner, meine Freunde. Aber naja. Ich bin enttäuscht. Meine Spieler werden sich bald verbessern. Wir werden alle zeigen, was wir können, Alter. Ja. Wir werden allen zeigen, was wir können, Alter. Wir werden jetzt zeigen hier. Komm. Auf geht's. Europa League. 16. Finale gegen den OSC Lille. Und wir sind Magdeburg. Ja, das wird ein harter Gegner. Und das habe ich in der letzten Partie auch wieder vergessen, meine Facecam mal wieder auszumachen. Ja. Weil ich ja gesagt habe, mache ich ab jetzt immer. Schauen wir mal, was die Aufstellung von Lille so von sich gibt. Und das ist die Aufstellung von Lille. Die haben immer noch den gleichen Keeper, Osimhen, noch vorne drin, die Ikone, Kalkic. Die haben fast nichts gekauft. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber auch nicht wirklich viel verkauft. Sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, die machen noch ein Mannschaftsfoto, wir auch. Und dann kommt gleich unsere Aufstellung. Ja, wir werden einfach mal gucken, was wir hier so machen können. Wenn die Aufstellung jetzt gleich kommt, da ist sie. Und wir haben nicht viel verändert. Wir haben nur einen anderen Keeper. Und das ist Brunst mit der Nummer 17 jetzt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen das letzte Mal. Also im letzten Partie, dass jetzt Scherpen die Nummer 1 hat. Ja. Und deswegen
Wir haben nicht viel verändert an der Aufstellung, deswegen auf geht's, ab geht's. Viel Concentration. Und da ist er. Der Beck, der steht nicht im Abseits. Da ist er doch. Unsere Maschine. Numero uno. Ja. Es ist der Beck. Und der Beck, der weiß, wie es funktionierte mit den Tore schießen. Und deswegen führen wir jetzt auch nach gerade einmal ein paar Minuten mit 1 zu 0. Wir haben die Lille-Abwehr ja. So muss es weitergehen. Unser Capitano trifft. Ravi Matondo. Da ist er. Bumm, drin. Ja. Ja. Hab nichts gesagt zu dir, Matondo. Okay. Ist okay. Hab nichts gesagt. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Also, ansticheln hilft. Bei Matondo. So wie es aussieht. Ja. Na, jetzt auf einmal läuft er gut, schießt gut. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich möchte mal sagen, das war ein guter Schuss. So kann es weitergehen. Wow. Was ist mit dieser Lille-Abwehr los? Jetzt mal ohne Witz, was ist mit der los? Nächster Angriff, nächstes Tor. Was ist hier los? Ich kapier's nicht, es ist genau die gleiche Schwierigkeit wie gegen Paderborn. Ich kapier's nicht. Ohne Witz jetzt. Keine Ahnung, was da los ist. Das gibt's doch nicht. Da ist Pause. Und wie gesagt, alle drei Schüsse, was wir hatten, waren alle drei drin. Keine Ahnung, was da los ist. Zack, zack, oi. Jetzt mal Tondo. Jetzt kann er es auf einmal. 4-0. Jetzt kann er es auf einmal. Ja. Weiß auch nicht, warum er es auf einmal kann. Aber jetzt kann er es. Und es ist doch gut, dass er es kann. Ja. Ach, der Rabbi. Wow, was für ein guter Ball. Weg. Okay, gut. Hä? Ich habe ihn angeschossen. Der kriegt einen ab Ecke. What the fuck? Und wir wechseln, auch wenn das erstes nur die ansteht. Hier, Rodson kommt, dann geht Beck, Baumann geht und Kvesic kommt. Und Sabi geht und Quadvo kommt. Zack, zack, so einfach kann es gehen. Und jetzt müssen wir warten, bis Matondo in Stellung läuft. Und dann macht er sein Dreierpack und wir gewinnen 5-0 gegen einfach Lille im 8/16-Finale der Europa League. Irgendwo eine Kamera aufgestellt hinter mir oder so? Vielleicht versteckte Kamera oder so, dass da irgendjemand irgendwas gemacht hat? In dem Spiel schnell? Komisch. Warum? Hä? Ich kapier's wirklich nicht. Ich kapier's halt wirklich nicht. Wie können wir jetzt das Lille zerstören, aber Paderborn nur mit 3-2 einschlagen? Dumme Grätsche. Ja! Das war jetzt eine dumme Grätsche einfach. Meine Güte. Ja, Bistrovic. Ja, es war dumme Grätsche von mir selber. Da, hier. Ich wollte eigentlich den Ball abgrätschen, aber ich dachte nicht, dass der nur einfach mal so nach unten geht. Ja. Naja. Ist das Luc Remy? Oder wer ist das? Ai! Ja, es war sogar wirklich Luc Remy. Lol. Habe ich ein gutes Gedächtnis, ne? Oh, mein Auge juckt. Nur noch 1-5. Und keiner hat Bock, sich mit ihm zu freuen. Ja. Keiner. Schon lustig.
Deswegen ist das Spiel jetzt auch schon vorbei. Das Spiel ist vorbei und Matondo holt sich den Ball. Jetzt ist er angekommen hier in Magdeburg, würde ich mal sagen. Vielleicht hat er auch nur ein Spiel gebraucht noch, um hier anzukommen. Und jetzt ist er da, wo er hingehört. Und das macht er stark, das Tor hier. Ja, bumm, haut er den da rein. Und dann ging das immer so weiter und immer so weiter, ja. Wir haben einfach 9-9, ey. Krass. Was haben sie denn so für Leistungen gebracht, ja? Krass. Krass, 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 krass. Ja, alle eine richtig gute Leistung gebracht. Sogar Quattro noch. Quesic auch. Super Leistungen hier. Hallo. Ich bin einfach so aufgetaucht. Was gibt's? Was wollen sie von mir? Wollen sie irgendwie Gummi? Ist aktuell richtig gut drauf. Ja. Ey, er muss so weiterspielen. Meine Güte, echt. Gleiche Frage hier. Dreierpack, ja, sieht man heutzutage. Sensationelle Leistung. Super, ja. Eines mäßigen Auftakts mit 4 Toren gewonnen, hä? Mit 4? Frühe Tore gefallen uns besser. Ich vertraue der Mannschaft. Konzentration aufs nächste Spiel. Bam, bumm. So, Sportsfreunde. Wir werden das Spiel gegen Nürnberg jetzt nicht simulieren. Wir werden es eigentlich, ich würde es am liebsten spielen, weil sie Vierter sind. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir beenden jetzt hier die Folge schon. Ja. Mal haben wir schon ordentlich was gemacht. Wir haben gut gespielt gegen Lille. Jetzt würde ich sagen, Leute, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei, um immer schön auf dem schönen Dragon Ball Z Kakarot zu schauen, wenn ihr wollt. Und, was ich auch noch sagen wollte, auch wenn ich es jetzt am Schluss sage, auch wenn keiner mehr guckt, aber trotzdem, bei 100 Abonnenten auf dem zweiten Kanal gibt es hier, gibt es das 300 Abonnenten Special und auf meinem zweiten Kanal das 100 Abonnenten Special. Gleichzeitig, ja. Deswegen schaltet da ein, würde ich sagen, haut da rein. Schaut da vorbei. Jetzt würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und